Bigger, bigger. Folge 12. Der supergeheime böse Plan. Und so kam der böse kleine Professor Lunatic pfeifend die Treppe hinunter. Was der Professor natürlich nicht wusste, war, dass alle seine kleinen Helfer in der Zelle saßen, wo sich vor einer halben Stunde noch Dernslein gefunden hatte. Hallo, Professor. Könntet ihr mir vielleicht verraten, warum ihr in der Zelle seid? Nun ja, das war so. Das Einhorn hat uns einen Zaubertrick gezeigt. Einen Zaubertrick? Ja, erst hat er die Schlüssel für die Zelle verschwinden lassen und dann hat er... Au! Er hat uns überwältigt. Moment mal. Ihr wurdet von einem Einhorn, das sich in einer Zelle befand und einen Magieblocker trug, in eben diese Zelle gesperrt? Ja. Wie kann denn sowas nur passieren? Was seid ihr eigentlich für Tölpel? Aufhängen sollte ich euch hier... Wir schwören, wir fangen ihn wieder ein. Ja, das will ich doch mal hoffen. Sie können sich auf uns verlassen. Gut, und wehe, das wird nichts. Wenn ich wiederkomme, sitzt der wieder hier unten. Er hätte uns zumindest mal rauslassen können, der alte Sack. Währenddessen am Feuerwerk. Wisst ihr, wie dieses Schimmern in der Luft zustande kommt? Nein. Sowas kann man nur mit Magie schaffen. Mit normalem Schwarzpulver wäre das unmöglich. Aha. Und das Beste ist, mit Hilfe der Magie kann man dafür sorgen, dass die Raketen richtig hochfliegen. Ja. Das ist mittlerweile zum Markenzeichen des Crystal Empires geworden. Ist das nicht völlig egal, wie man das Feuerwerk so hinbekommt? Nein, niemals. Das ist fast genauso, als würde Honey auf einmal ihr Rezept für ihren Honig ändern. Zumindest kann man meinen Honig essen und verpufft nicht einfach so in der Luft. Das wäre auch etwas blödsinnig, wenn der Honig einfach so verpuffen würde. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Oh, vieles, was ich bisher erlebt habe, ergibt keinen Sinn. Vor allem der Teil in meinem Leben, der dazu führte, dass ich mit einem Halsband im Empire ende. Als ob das hier enden würde. Ernsthaft? Das wäre langweilig. Das fängt doch gerade erst an. Bitte? Na, du wohnst doch jetzt bei uns. Auf unbestimmte Zeit. Ach, Pappelapapp. Für immer. Einmal ein Teil der Familie. Immer ein Teil der Familie. Wuff. Sie wollten mich doch wirklich zu einem Teil ihrer Familie machen. Ich meine, sicher hätte ich unter normalen Umständen nichts dagegen. Aber das hier ist schließlich nicht normal. Ich bedanke mich für euer Angebot. Aber sobald ich dieses Ding an meinem Hals wieder los bin, seht ihr mich nie wieder. Hast du uns denn gar nicht lieb? Echt mal, wir sind doch immer so nett zu dir. Schau dir doch mal Cute Puff an. Ich blickte zu ihr rüber. Sie sah wirklich extrem niedergeschlagen aus. Ihre Mähne war auf einmal fast komplett platt. Die Fellfarbe blasser. Und die Augen füllten sich mit Tränen. Du willst sie doch gar nicht so zurücklassen. Du kannst doch nicht einfach so ihr Herz brechen. Auch in dir muss doch etwas Gutes stecken. Ach Mann, niemand interessiert sich für euer Geschwafel. Wir sollten wieder zum Professor wechseln. Denn dieser saß im Augenblick bei einer Auktion für Bösewichte. Bei B-Bay. So, und nun haben wir ein ganz besonderes Stück. Hierbei handelt es sich um einen Gehirnwellenmanipulator. Ja, können die nicht einmal was Ordentliches anbieten? Wozu bin ich denn eigentlich Mitglied bei dieser Veranstaltung? Neben dem Professor saß ein Pony, das in etwa genauso groß war, mit tiefblauer Fellfarbe. Das Besondere an ihm war aber der Zylinder, der Schnauzer und das Monokel, das er dabei trug. Er schien wirklich viel Geld dabei zu haben. Oh, das verstehe ich zu gut. Ich bin schon seit langem auf der Suche nach einer Energiequelle. Oh, eine Energiequelle? Für was denn? Eine Energiequelle für ein technisches Gerät. Ganz egal was. Hauptsache, es liefert genug Energie, um nötigenfalls eine Stadt in die Luft zu jagen. Nun, ich hatte mal so eine Energiequelle. Oh my, was ist denn passiert? Sie ist explodiert. Ach, ist sie das? Ja, die Energie ist in alle Richtungen verstreut und nun brauche ich etwas Neues. Und nun widmen wir uns diesem mystischen Gegenstand.
Nun schauten beide Ponys auf. Auf der Bühne war ein leuchtender blauer Kristall aufgebaut, der eine eigenartige Aura versprühte. Ich brauche diesen Kristall! Und sofort entbrannte der Zwei-Fronten-Krieg. 20 Bits! 40 Bits! 80 Bits! So ein Blödsinn! 200 Bits! 250 Bits! 1000 Bits! 2000 Bits! Man konnte die Atmosphäre im Raum schon fast als Duell zwischen zwei Ponys im milden Westen deuten. Als würden sie sich gegenüberstehen, bereit, die Revolver zu ziehen und abzudrücken. Diese Auktion ist nicht groß genug für uns zwei. Deswegen wirst du jetzt auch verschwinden. Ach ja? Ja. Halt! Willst du uns eine Auktion wirklich als Duell verkaufen? Was ist das denn für ein Quatsch? Naja, das wäre halt die passendste Beschreibung. Aber ich weiß, dass es damit ausgegangen ist, dass... 10.000 Bits. Verdammt! So ist es aber weitaus weniger dramatisch. Ich versuche ja auch eine Geschichte zu erzählen. Und ich versuche nur das wiederzugeben, was du versäumst. Worum dich niemand gebeten hat. Ach ja, in der Zwischenzeit wurdest du noch von den anderen Heinis gefangen genommen. Nun, das ist richtig. Wie sind die überhaupt aus der Zelle rausgekommen? Woher soll ich das wissen? Diese Geschichte ist nicht groß genug für zwei Erzähler. Als ob das irgendwen interessiert.